Tschala! Hey, Tschala! Na? Ich will so die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt! Sie führt dich zu den Dragon Balls! Yeah! Boah! Das musst du definitiv runterschrauben. Ja. Tschala! It's me! Tschala! Hey, Tschala! Gib mir mal so auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir. Ach du Scheiße. Der Weg ist doch so weit, ja. Ey, das zweite, wie ging das zweite nochmal? Es ist doch lange nicht vorbei. Boah! Ich weiß doch nicht, was kommen wird, sei bereit. Lebt einen Traum, aus dem du jetzt. Okay. Konrad. Konrad Adenauer! Wer war Konrad Adenauer, Schatz? Keine Ahnung, wer war das? War das nicht der erste Präsident der Bundesrepublik? Was soll ich das denn wissen? Kein. Sowas lerne ich beim Abitur nicht, tut mir leid. Konrad Adenauer, das ist Geschichte. Ja, ich habe aber auch keine Geschichte gehabt. Ich habe das direkt abgewählt, als ich konnte. Boah, ich hab Geschichte nicht mehr. Ich darf Geschichte nicht mehr weitermachen. Ich hasse Geschichte. Warum darfst du es nicht weitermachen? Ich so wie nehmen muss ein halbes Jahr jetzt. Ich musste so wie auch weh. Bah, ich hasse so wie. Zu 13? Ich muss da jetzt zu 13. Nee, zu 12. Zu 12 muss ich das nicht. Ey, das ist. Hattest du schon mal so wie? Nein. Das ist so scheiße. Das ist so langweilig. Ich wünsche dir viel Spaß. Das hast du mir schon mal gesagt. Ach so, okay. Das war aber schon ein bisschen älter. Was hast du mir erstmal gesagt? Ich weiß ganz genau, ich kann das zeitlich immer schön einordnen, weil ich fand das immer so witzig. Wichtig mit dir. Witzig, wichtig. Ja, und dementsprechend habe ich auch alles immer schön eingeprägt, gemerkt und so und ja. Ja. Das war sogar irgendwann Jetzt kannst du irgendwas sagen, weil ich mich sowieso nicht dran erinnern kann. Das war im Januar. Ja. Naja, egal. Egal. Sultan. Boah, Sultan ist doch so ein komischer Name, ey. Sultan. Nein. Erholung, bitte einmal. Boah, jetzt mal bitte einmal Erholung dahin. Wenn jetzt Explosion kommt, ne? Ach, geht jetzt nicht. Scheiße. Jetzt. Aha. Schatz. Kommt raus, wir. Ja. ja. Ich muss ganz kurz überlegen, was Ariados ist. Was ist ein Ariados? Was ist das? Ariados. Macho Mai! Macho Mai. Macho Mai, wenn ich bin da. Macho Mai. Ja, boah, musst du denn jetzt gerade denken, Ich dachte, du bist schon darüber hinweg. Hast du das nicht irgendwie vor zwei Pass gesagt, Ja, okay, dann interessiert mich das halt nicht mehr. Scheiß drauf, Riege war tot, und ist wieder Latte. Okay, Kapilz! Flammenwurf! Bam! Das macht Bam! Flammenwurf! Nochmal! Volker. Hallo! Hey, Schmollmund! Ist dir also egal, okay. Ja, du sagst so die andere. Der, also so, erstens atme ich nicht so. War sogar strategisch ganz okay. Du bist ein Schatz, ey. Siehst du? Okay. Ja, ich schläfst aber die ganze Zeit, und du weißt. Egal. Und jetzt krieg ich aufs Maul, wenn Kreuzhieb kommt. Nein. Ja, wenn Kreuzhieb kommt, bin ich weg. Ja, kriegst gut. Du aber nicht. Scheiße, ficken. Ja, du musst raus. Deutschland! Was? Werde ich abgeschoben? Weil du sonst gestorben wärst. Möchtest du sterben? Möchtest du das? Aber ich möchte. Möchtest du sterben? Möchtest du das? Nein! Möchtest du das? Du kannst nur eins sagen. It's a me! Ey, man, das zieht gar nicht, weil die Leute hören das gar nicht so, wie ich das gesagt habe. Ja, aber das hat auf jeden Fall. Was mache ich da? Fahr ich mich auch. Scheiße. Pokémon Torsach. Egal. Ja, war das ja, der Drecksack? War das nicht der geil? Wie hieß der? Ach nee, egal. Nein, ja? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Ja. Hättest du dich jetzt fast verplappert, wa? Nö. Okay.
Zinni, hätte ich nicht. Mann, hör auf damit. Okay. Das gibt's doch wohl hier nicht. Das sind meine Parts. Ich hab dir vertraut. Welcher Idiot hat denn sowas gesagt? Ich weiß nicht. Also ich käme ja nicht auf die Idee, sowas Beschissenes zu sagen. Danke. Bitteschön. Blowjob. Blowjob, ja. Ne, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe es auch beim ersten Mal schon gehört, aber irgendwie kann ich manchmal nicht direkt reagieren. Ey, kennst du das? Nein. Erzähl. Oder kennt ihr das? Ja. Wenn ihr etwas gesagt bekommt, so zum Beispiel, Rigi sagt jetzt zu mir, ja, bla bla bla, und ich so, hä? Obwohl ich es verstanden habe. Ich dachte trotzdem, hä? Kennst du das? Obwohl du es verstanden hast, sagst du trotzdem, hä? Und dann... Okay. Die Leute wissen bestimmt, was ich meine. Das sollte auch nicht lustig sein, ich meinte das wirklich ernst. Nee, ich bin gerade sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen will, das ist aber... Also kennst du es nicht, oder was? Keine Ahnung. Da warst du schon. Verfaschen? Guck mal, wie das Ding heißt. Oh. Wer ist Uwe? Schatz, wer ist Uwe? Wer ist Uwe? Uwe. Wer ist Uwe? Sag mir. Oh, ich war da schon. Ist das dein neuer? So, dann wollen wir mal nach... Prismania City. Jetzt. Uwe, also... So, na, jetzt muss man schnell die Adresse herausfinden. So, Facebook, vielen Dank. Uwe. Und dann wollen wir jetzt mal kurz nach Sofronia und dann müssen wir runter. Uwe, also. Okay. Nee, na, warte. Nicht. Da war ja Orania City. Der kriegt Scheiße in den Briefkasten. Ach ja, genau, wir müssen nach Lavandia, genau. So, ich bin jetzt bei Uwe, bis gleich. Hau rein. Okay, Leute, wir machen jetzt weiter mit Pokémon Armageddon ohne den lieben Regi. Der geht gerade meinen Freund Uwe verprügeln. Ne? Hey, Moment, haben wir Surfer? Ach nee, Moment, das habe ich schon gefragt. Ah, sorry. Boah, ich wollte gerade schweigen. Es geht einfach nicht um. Hä? Du hast genau an derselben Stelle wie uns schon mal gefragt. Ja, ich weiß es nicht so. Oh. Moment, stopp, das hatten wir schon. Ich wollte gerade wirklich erst mal wieder nachgucken, wie ich Surfer habe. Oh Mann, warum bin ich manchmal so blöd? Mein Blödi. Ja. Dummkopf, aber egal, ich habe Abitur. Das heißt, Dummies können auch Abitur machen. Ja, Leute, schreibt euch das hinter die Ohren. Keiner ist zu blöd dafür. Break hat auch Abitur. Jetzt echt? Nein. Guck mal, wie kannst du... Ich bin jetzt echt voll geschockt so. Aber Hakan hat Abitur. Echt? Fachabi. Ja, Fachabi ist kein Abi. Naja, er hat immer einen Abi-Namen. Trotzdem ist es kein Abi, das ist was ganz anderes. Tja. Wird nicht erst in die... ich habe ein Fachabi jetzt auch, ne? Nach der 12 hat man ein Fachabi, ja. Oder? Aber kannst so gut wie nichts mit anfangen, also ja, sei da nicht so stolz drauf. Ja, aber ich habe doch... Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit dem Schulsystem gar nicht aus. Ja, hast du, schon. Hast du. Ja, gut. Immer letztens meinte auch irgendeiner auf meiner Facebook-Page so, hey, mir ist das Ding zu kommt, ich bin tot. Da, egal. Mir ist was das soll ich machen? Ach so, man muss es physisch angreifen, oder was? Sorry. Ja. Weiter. Was soll ich machen? Physisch angreifen. Notiere dir das. Jetzt hätte die Ohren. Danke. Ja, okay. Ja, weiter. Da hat mir auch einer gefragt. Hey, Regi, kannst du dich mal hier mir das ganze Abitursystem erklären? Das ist mir so kompliziert. Ich so, was? Ich soll das ganze Abitur... Das ist ja, nicht viel. Ist nicht viel? Nö. Nee, schriftlich? Nö. Ich finde das schon viel. Nö. Du hast 4 Fächer, dann musst du deine Klausuren schreiben, Ende. Was und da musst du über die 12. und 13. hinweg eine bestimmte Anzahl von Punkten sammeln. Mhm. Wie viel? 600, ne? Meine 200 von 600 möglichen. So war irgendwas das, komisches. Das war voll behindert. Egal, ich kenne die genaue Anzahl von Punkten jetzt nicht. Auf jeden Fall musst du die sammeln. Den Grund- und LK-Kurs. Wo, ey, wusstest du, was du bekommst, wenn du dein Abitur mit 4,0 machst? Gar nichts. Ein Tritt in den Arsch. Nein. Was denn? Da kriegst du 10.000 Euro und ein Auto. Jetzt ehrlich? Ja, ich weiß nicht, ob das auch hier bei euch so ist. Nein, so doch so ist. Doch, doch, das ist so. Jetzt echt? Da gibt's doch so eine Regelung, oder nicht? Nein, was ist das für ein Scheiß? Das ist ohne Scheiße. Ne? Ey, Leute, wenn ihr diese Regelung auch kennt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare. Wahrscheinlich kennen das ein paar, aber ich kenne das überhaupt nicht. Jetzt ohne Mist, ich kenne das überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch nur bei uns in Düsseldorf, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es da so eine Regelung, habe ich gehört.
Keine Ahnung, wer der Sponsor hat. Irgendwie die. Ob das der Staat war? Nee, aber. Nee, oder? Kann es der Staat gewesen sein, so als Hilfe für Deppen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich höre das zum ersten Mal. Ich google mal. Okay, google du mal. Aber ist interessant, ne, oder? Naja, ich weiß nicht, ich habe davon noch nie was gehört. Abitur 4,0. Gibt's dafür einen Preis? Das wäre voll behindert. Dann mache ich extra mein Abitur mit 4,0, ey, und mach doch nicht ein 2,9 Abi. Ja, ich habe 2,9. Kurz mal so. Okay, das ist nichts, womit man angeben könnte, aber es ist vor der 3. Ey. Ich hab's dann nur irgendwie hingewurschtelt. Ich find's toll. Ja. Danke. Ich bin's toll, Schatz. Scheiße, genau. Mein Turbo-Tempo ist alle. Genau, wie ich dich allgemein toll finde. Nee, das gehört nicht in den Part. Doch. Nein. Ich schwärme jetzt, Mann. Ist mir doch egal. Nein, ich will das aber nicht. Oh, Leute, ich zeige, wie ich einfach... Ey, bitte, ich möchte das nicht. Na gut. Danke. So. Komm, jetzt sehen wir die Wall, Pikachu mit Regi. Zusammen. Mega, ja, Porsche macht das. Porsche macht das. Das heißt, du kriegst halt 10.000 Euro und einen Porsche. Boah. Aber hier hat's irgendeiner auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja. Was passiert? Also ich sehe es. Lieber ein 1,0 Durchschnitt und Fachanwalt als 4,0 und ein Porsche. Finde ich nicht. Nicht? Okay. Nö. Was will ich Fachanwalt? Fachanwalt ist voll langweilig. Da habe ich lieber den Porsche. Obwohl, ne, ich habe ja mein Auto. Maggie! Ja, mein Auto heißt Maggie. Ist das Psycho? Nein, oder? Nö. Hey! Ja? Wobei, wenn das dann Psycho wäre, wären wir ja beide Psycho. Ich finde das eigentlich gar nicht so. Ich finde das cool, wenn Autos Namen haben. Ja, ich auch. Okay. Ich habe doch gesagt, gib ihm den Namen. Moin, Dude. Moin, Dude! Ich bin es, Circa der Reisfresser. Du willst wissen, wie spät es ist? Ich glaube so circa 11 Uhr. Naja, weiter im Text. Du wirst, glaube ich, gleich deine glibbrige Hölle erleben. Bist du bereit? Let's go! Auf nach Asien! Hey, ho! Hallo, Asiate! Ach du Scheiße. Geh zu deinem Vater in den Laden. Doch bring mal Yum Yum mit, auch wenn es für deinen Instant-Sound ziemlich ungesund ist. Yeah. Ja, du kannst Karate, aber wir können den Kranich. Yeah, Sayumi, schaffst du nicht zu betteln. Alter, was willst du tun? Willst du ihre Katze essen? Was mache ich da? Ach ja, doch, war richtig. Oh, scheiße. Oh. Deswegen fehlt mir ein Psycho-Pokémon im Team. Genau wegen sowas. Wegen solchen Spastis. Spastis. Was mache ich jetzt, hä? Okay, Moment, ich könnte mit Sarah... Das war erstmal ein Testrun. Okay. Weißt du doch, als ob du jetzt die 6 Pokémon nicht schaffst. Von Circa, dem Reisfresser. Okay, das kann doch sein. Hast du kein Vertrauen in mich oder was? Natürlich habe ich Vertrauen in dich. Halt! Und du wirst es nicht schaffen, weil es eben so ist. Es ist eigentlich fest einkalkuliert, dass du es nicht schaffen kannst. Beim ersten Mal. Warum? Du bist einspielst. Außer mit ganz, ganz viel Glück. Mann, du Kack! Tut mir leid, Circa. Du Kackreizfresser, wollte ich sagen. Nein. Nicht? Jetzt ist es auch noch paralysiert. Mann. Flug ist so ein overpowerter Move. Bisschen. Ach, du bist doch scheiße. Egal, wir schaffen es ja eh nicht, von daher. Sayu! Ich! Wieder kurz. Ah, ne, ist ja schon verwirrt. War doch verwirrt. Diesmal wieder aufpasst. Ey, Mann, das gibt's überhaupt nicht. Was ist das für ein Kackvieh, ey? Boah. Sachen gibt's. Jawohl, danke Donatello. Blablabla. Slimog. Ja. Ich mach Regentanz. Nicht schon wieder. Jaris, du darfst sie gar nicht erst zum Fluchen kommen lassen. Ja, wie soll ich denn das machen, bitte? Wollte ich gerade erklären. Indem du Sarah reinschickst und Hypnose einsetzt und dann schön mit Monster. Das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Weil die Level 70 sind und ich bin Level 65. Es ist Offscreen-Training. Jetzt echt. 60? Die sind Level 70. Na, wie hoch willst du denn leveln? Weiß ich nicht. Wo vor allen Dingen? Oder du machst das Fronia City erstmal. Das ist doch noch höher, oder nicht? Weiß es gar nicht. Ja, ich meine, die ganzen Trainer und so noch ein bisschen trainieren nebenbei, die sind nicht so hoch.
Ja, okay, dann mache ich zuerst Safonia City noch. Ach man, nein! Warum? Ich bin doch bei dir. Ja, das macht den Arena-Leiter auch nicht einfacher. Nicht? Nö. Ups. Okay. Ey. Ja. Schmoll jetzt nicht wieder. Hohoho. Ich hab Schmolllippen. Rossana. Weißt du, was mich mal, bevor ich da gleich angekommen bin, ne? Weißt du, was mich interessiert? Warum hast du Baum Blizzard verlernen lassen? Warum? Leute, aus dem einfachen Grund, weil Blizzard, das hat mich so ab. Ja, warum eigentlich? Warum? Das macht nämlich keinen Sinn, weil der Spezialangriff war irgendwie nur 3 Punkte niedriger. Natürlich macht das Sinn. Nee. Ich rede von AP-Kosten, weil ich jede Dings brauchen werde. Jede AP-Dingens. Das macht aber trotzdem keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Pass mal auf den nächsten Arena-Kampf auf. Ja, aber trotzdem. An sich ist Blizzard doch viel besser. Da hätte es wenigstens noch einen Special-Move gehabt. Aber okay, Leute. Spätestens bei den Top 4 klatsche ich das wieder drauf, keine Sorge. Hatte ich sowieso vor. Ich brauche nur Icy temporär. Weil ich nicht die ganze Zeit Lust habe, gegen Dings zu gehen. So. Ja. Ich würde Togekiss vielleicht noch Flammenwurf beibringen oder so, aber naja. Ne? Nee. Nicht? Ist mir zu gefährlich wegen Dings. Nicht jeden. Wegen der Übereifer. Na, okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.